sind alle Leitungen zurzeit belegt. Bitte versuchen Sie jetzt einen Zeit. Ich erreiche niemanden. Der Krieg hat in den Vereinigten Staaten Einzug gehalten. Amerikanische Truppen am Rande der Belastbarkeit. Spontane und viele widersprechen sich noch, aber es scheint bestätigt. Die Russen müssen das ACS erlangt haben. Das ist der Schlüssel zu jedem Schloss in Amerika. Und sie schlagen für jeden toten Zivilisten in Moskau tausendfach zurück. Wir haben wohl keine Freunde. Amerikanische Truppen. Ich kenne jemanden. Suchen wir eine Telefonzelle. Gibt's die noch? Wir haben nur aus Rochas rausgekriegt, dass Makarovs Feind Nummer 1 in einem Gulag sitzt. Wenn der Psychopath auf den Schwindel reinfällt, knüpfen wir ihn am nächsten Baum auf. Das Hornissennest. Part 7 meines Let's Plays. Was hier ist der... Hey Team Rocket! Was sucht Team Rocket denn hier? Also hier ist es wieder blind, ne? Da kann ich euch beruhigen. Hier ist doch einer. Ja, genau du, mein Freund. Was hast denn du mit der Waffe? Das war Noobig, ich weiß. Ich weiß, das war Noobig. Kein Grund auszuflippen, Leute. Nicht, dass ihr sagt, oh, da ist ein Noob. Schnell weg mit diesem scheiß Let's Play. Hier, bitteschön, kann ein Noob das da? Moment. Das da, kann ein Noob sowas, ne? Nachladen. Oder das da, oder das da. Ah, hier sind zwei. Sollte weniger offen im Beschuss stehen. Hier ist eine Granate für euch. Na, wer will sich noch mit mir anlegen? Hier vielleicht? Okay. Nein, nicht auf mich schießen. Ich habe nur noch ein paar Leben. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Okay. Kann ich dir helfen? Ne, den kann ich nicht mehr helfen. Ach, Granate hier. Und nochmal Blendgranate. Okay, ich sollte wieder... Wow, weiter hintergehen. Um dem Beschuss fern zu bleiben. Ist da jemand? Ja. Verdammt. Jetzt so will ich es haben, genau. Oh, Stuntman springt von Haus zu Haus. Kämpfen wir jetzt gegen Brasilianer oder gegen Russen? Ich glaube eher gegen Russen, aber das suchen Russen in Brasilien. Nein, 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 ihr könnt nicht so einfach vorbeilaufen, es wäre gar nichts. Hinter dem Container. So, uns. Nachladen. Da hinten sind welche, ich sehe den sogar. Das leckt bei mir ein wenig. Ist wohl sicher nicht von langer Dauer. Ah, hier ist einer! Hier ist einer! Headshot! Die sind ja überall, hinter jeder fucking Ecke. Ah, ich kann nicht mehr nachladen. Wurde wahrscheinlich schon nachgeladen, ne? Warum leckt es jetzt so? Im letzten Part war das nicht der Fall. Wahrscheinlich, weil ich so viele Anwendungen offen habe. Ich habe sie zuvor nicht geschlossen, wo ich angefangen habe aufzunehmen. Na, was soll's. Ah! Ruhig bleiben. Hä? War das ein Fisch, der gerade so geflogen ist? Sah gerade aus wie ein Fisch. Kann auch sein, dass ich es mir eingebildet habe. Dann war es ein schwuler Fisch. So, wieder nachladen. Also das Dass jeder hier in der Umgebung eine Waffe hat, wundert mich ein wenig. Weil ich glaube, das sind eher Milizkämpfer. Ich habe keine Ahnung. So, Sicherheitsdienst. Ich bin Sicherheitsdienst. Ich möchte Ihre Bude auf Waffen kontrollieren. Was ist das? Das ist eine Waffe. Das hier ist auch eine Waffe. Es greift meine Nase an. Das ist eine Dragunov, das ist ein Sniper, soweit ich weiß. Na gut, dann tauschen wir es mal. Ist eine typische russische Waffe. Demnach müssten die Feinde Russen sein. Wo sind sie denn jetzt? Ach, sie sind ins Gebäude rein. Oh ne, sie sind da hinten. Hey, wartet doch auf mich! Ich sollte lieber wechseln, die Dragunov ist nur zum Snipen gedacht. So wie jetzt zum Beispiel. Oh, scheiße, ich wollte Luft anhalten. Na, wo seid ihr denn? Hier ist einer. Ein Sniper hat immer gute Augen und weiß immer, wo der Feind auf einem lauert. Aber momentan scheint es so, als würden die nur auf dieses Fenster hier zielen, wo gar kein Feind ist. Ach, da hinten sind sie, okay. Warte mal kurz. Hi. Na. Hier ist schon wieder einer down. Hinter dem Auto. Ich will es mal in die Luft jagen. Haha, na bitte. Sieht ja schon mal gut aus. Hier oben habe ich noch einen gesehen. Oh, das ist ein Feind, ja. Was zum? Nicht schon wieder diese explodierenden Fahrzeuge. Okay, dann mache ich es wieder so und bleibe dem Auto fern. Oh, ich jag's gleich in die Luft und habe dann später nichts mehr zu befürchten. Hallo, ist hier oben. Hier ist einer. Hier ist einer. Zeig dich. Oder bist du schon tot? Ganz leicht bei Ego-Shooter. Man muss den Feind sehen, ihn anvisieren und töten. Aber nicht so, wie es ich gerade gemacht habe. Denn ich habe gerade einen Kollegen von mir umgebracht. Das sollte man möglichst vermeiden. Sowas nennt man Teamkill. Ja, ich weiß, ihr kennt es für alle. Ich sag das nur zum Spaß. Ich glaube, hier sollte ich zu meiner Dragunov wechseln. Hey, geil. Habe ich den erwischt? Ich habe da gerade Blut gesehen. Danach müsste ich den schon erwischt haben. Boah, voll in den... Ihr wisst schon was hinein. Ah, das tut weh. Hier auf dem Balkon. Du willst wohl die Aussicht genießen oder die Natur. Was heißt die Natur? Die Slum-Natur oder der Slum... Ach, egal. Mein Deutsch wird schon wieder scheiße. Na, ist hier noch jemand? Ist das ein Kopf? Wollte nur sicher gehen. Hätte sein können, dass es ein Kopf ist. Hätte ich einen Headshot verpasst. Na, ist ja noch jemand? Hallo? Scheint nicht zu sein. Aber irgendwie sind sie immer noch... Ach, da ist er. Okay. Gut, dass ich die Dragunov mitgenommen habe. Die ist hier echt vom Vorteil. Hat aber noch 7 Schüsse. Leute, warum so vorsichtig? Hier ist doch keiner mehr. Okay, war meine Einbildung. Der lebt noch. Das kann doch gar nicht sein. Ich habe 5-6 Mal auf ihn geknallt. Nur Chuck Norris kann es wegstecken. Ne, Quatsch. Chuck Norris lässt gar nicht zu, dass ich auf ihn schieße. Hier wieder ein brennendes Fahrzeug. Lasst uns durch, wir wollen zu einer Telefonzelle. Soweit ich das richtig verstanden habe. Ach, schon wieder. Ich sollte hier weggehen. Gefährlich. Hey, bleib weg. Bleib weg von dem Fahrzeug. Wenn du nicht sterben willst. Ich mach da einen weiten Bogen drumherum. So. Machst wieder ein paar Feinde. Und hier ist schon wieder eine Granate. Hi, fein. Aha, ich habe deine Flanke umgangen. Na, was machst du jetzt? Ich will jetzt die Dragunov loswerden. Hier kann man es auch noch ganz gut einsetzen. Wenn man nicht dauernd unter Feuer ist und stirbt. Brennendes Auto. Möglichst weg von dem gehen. So, hier eine Granate zur Ablenkung. Da habe ich doch meine Granate hingeschmissen, oder? Komisch. Oh, oh, oh. Aber kann es sein, dass die da gerade gespawnt sind, nachdem eben die Granate hochgegangen ist. Ach, was soll's. Na, jetzt! Ich will auf das Auto! Hopp. Wenn es in die Luft geht, dann... Wow. So. Zeit für meine Dragunov. Wie die es immer schaffen, auf mich zu knallen, das ist... Weg! 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 Boah, hier ist es super zum... Verschanzen. Viele Schüsse habe ich nur noch. Ja, schießt du noch euch weiter, Ghost. Boom. Brennt das Auto? Nee. Hä? Kann es sein, dass ich unendlich Munition habe? Nee. Ach so, das ist nur das Magazin, glaube ich, oder? Ach, keine Ahnung. Also irgendwie hatte ich gerade unendlich Schüsse. Kann auch sein, dass ich es mir nur eingebildet habe oder dass ich etwas Noobiges gemacht habe. Wieder mit dem... Der ballert ja wie ein Verrückter. Und der auch. Da gehe ich gleich doppelt sicher, so. So, das ist... Ah, egal. Hühner! Evil Chicken! Ah! Das Evil Chicken hat auf mich geschossen. Was ist das? Ich glaube, ich nehme die mal. Achso, das ist die gleiche, die wir hier haben. Hier ist noch eine Dragunov. Ich glaube, die nehme ich mir. Achso, die... ja, die hat man gerade. Aber hey, dann nehme ich mal eine Uzi. Die können wir zum Nahkampf verwenden. Erstmal wieder runter. Ich will ungern jetzt... Okay, runter, runter, runter. Erstmal wieder für Ablenkung sorgen. Und weiter geht's ins Gefecht. Ja, ich mache auf Rambo. Hey, Hühner! Hm, eine brasilianische Flagge. Oh, hi! Ja, halte ich mal wieder nach. Ihr merkt, ich rede jetzt weniger. Weil ich jetzt voll konzentriert bei der Sache bin. Weil hier kann man leicht sterben, bei so viel Feinde rund um... kann man leicht sterben. Deswegen bin ich jetzt voll konzentriert und ich habe keine Muni mehr. Dann mache ich eben die hier. Ruhig bleiben, ruhig bleiben, ruhig bleiben, ruhig bleiben und weiter geht's. Oh, ich habe einen Huhn erwischt. Armes Hühnchen. Armes Hühnchen. Wow! Darf man nicht mal dieses Hühnchen gedenken? Auch Tiere haben Gefühle. Die sind jetzt bestimmt in Panik, weil der jetzt draufgegangen ist. Ist hier noch ein Feind? Ist es ein Hühnerstall? Hier sind überall Hühner. Gok, 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 gok. So, wo geht's hier lang? Oh Mann. Okay, jetzt müssen wir schnell sein, glaube ich. Keine Ahnung. So, hier noch ein Geschenkpaket namens Granate. Ich will da auch hochjumpen. Hüll, hüll. Ah, geht sogar. Ich dachte, man braucht das so einen Kollegen dafür. Naja. Ja, ich renne schon. Hey, hier ist ein Brett, das wisst ihr schon, ne? Oh! Oh! Ah! Helf mir, McTravis! Roach! Aufwachen! Was? Wir können sie vom Helikopter aus sehen! Sie nähern sich hin und es sind Dutzende! Oh nein! Es sind so viele! Verdammt nochmal! Verdammt! Ah. Die Dächer! Bewegung! Ah. Ah. Lauf auf die Dächer! Ich hab keine Waffe! Was mach ich jetzt? Wow! Schnell! Dass die alle so aggressiv auf mich sind? Ich bin doch nur ein Soldat, der keine Waffe hat. Also ich bin theoretisch keine Gefahr für sie. Verdammt! Der Treibstoff ist knapp! Sie haben 30 Sekunden Beeilung! Links, komm her, komm her! Links und runterspringen! Oh! Na los! Ja, ich beeile mich da schon! Okay, das war scheiße. Ah, ich hab's! Wow.